Hallo, willkommen zurück zum Early Temple. Ja, los geht's. Töte sie. Was ja auch, da sind überall Druckplatten am Boden. Die sind ziemlich zäh, muss ich sagen. Da sind überall Druckplatten am Boden. Ich weiß nicht, warum du da so runtergegangen bist. Ich habe die Spike-Balls nicht gesehen, aber ich habe gerade Hagel. Da sind überall Druckplatten am Boden. Ja, das stimmt, ja. Ich wusste nicht, ob die Spike-Balls achten. German Darts, dass es überall Druckplatten sind. Die müssen alle weg. Leute, erstmal. Meine Kiste. Vielleicht ist es ja ein. Geh irgendwohin, wo es sicher ist. Okay. Wenn der zu Druckplatten entfernt ist, ist es sicher. Kann ich. Oh, die Spikes kann ich abbauen. Ich hab Solar-Tablett-Fragment. Ah, nice. Ja. Das sollen wir schon eine Solar-Eclipse machen. Das überhaupt? Lässt das überhaupt zu, dass wir das nutzen? Wir haben heute Solar-Eclipse, Alter. Ab geht's. So. Okay. So, was ist denn hier so drin, ne? Ah ja, Power Lizard Cell und so. Ein bisschen Scheiß wegschmeißen. Loot all. Okay, ich nehm's dir mit. Okay, jetzt mal die Frage. So, geht der kaputt? Ja, tun sie. Das können wir auf jeden Fall zum Mobile benutzen für die Teile. Unterschiedliche Statuen sind das. Weiß nicht, ob es unterschiedliche sind. Ich nehme sie aber alle vor allem mit. Doch, klar. Jetzt dann sehe ich keine Druckplatte. Das ist. Achso, das ist ein Bot. Ja, die, wo du stehst, habe ich abgebaut. Also. Sternenlicht. Ja, lass die nicht so an dich rankommen. Die einzige Waffe, die wirklich. Oh mein Gott, du hast recht, ich bin ja fast tot. Ja, die machen diese gut Teile Damage. Sind wir noch. Das wundert mich, das ist. Dass du so schwach bist, du, wir sollten ja eigentlich gar nicht reingehen. Also, irgendwie klar, dass wir total overlevelt sind hier. Zugegeben, das macht Sinn. Komm, geh nach oben. Ich muss die Spikes abbauen. Mein Gott, Smart Cursor. Sei bitte mal smart, du Smart Cursor. Oh Mann, das tut weh dran. Ich glaube, eine Cave Bat fliegt bei dir rum. Das ist so krass. Die sind halt so stark, dass die einfach auch noch mehrere Hits von dem Ding aushalten. Ach gut. Ich bin so froh, dass ich das Grain of Confusion habe für so. 107 Schaden. Für solche Gegner macht das wirklich Sinn. Ja, stell sicher, dass du nicht stirbst. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist, wie du es gerade denkst, aber okay. Ja, genau das habe ich erwartet, genau. Ich will hier trotzdem stehen bleiben, danke. So. Ich brauche... Warte mal, da ist der Bogen voller Stacheln, warum bist du denn da runtergesprungen? Ich bin nicht runtergesprungen. Du bist gerade auf den Stacheln gelandet. Ich habe doch den Sound gehört, dass du Schaden erlitten hast. Nein, ich bin hier oben links in der Ecke gelandet. Ja, aber ich habe einen Schadensound gehört. Hast du die Stacheln nicht berührt? Ja, irgend so eine komische Snail ist zu mir hoch. Das weiß ich, wie die funktioniert. Ich bin jedenfalls nicht in Stacheln, aber das ist auch relativ wurscht. Oh mein Gott. Bitte sterben. Das ist der falsche. Okay. Ich bin bald nicht mehr reich genug für die vergoldeten Grabsteine. So, ja, ist ja okay. Brauchst die anderen ja eh noch. Können wir ja später mal ein bisschen Variation in den Friedhof bringen. 100 Spikes braucht man davon, so gemein. Ja. Alter, du hast ja wahrscheinlich schon 100. Wenn nicht, jetzt hast du 100. Otherwise. 4 Fragment habe ich. Ich muss wieder mein Inventar ein bisschen zu lernen. Great Potion brauche ich nochmal Danger Sense. Warte, Danger Sense kann ich mir eine reinhauen. Muss ich die Spikes besser. Ja, jetzt nochmal alle raus. Oh mein Gott, der hat mich. Du hältst nicht viel aus. Jetzt geh nicht so radikal da rein. Dieses Ding fliegt auf mich, während ich in einer Ecke hänge. Wo soll ich hin? Weg! Einfach nur weg!
Und du sollst nicht nah rangehen, benutze deine Star-Kerne, nicht dein Schwert. Na gut, wir können die Spawnrate auch verringern, wenn du möchtest. Die ist bei mir, glaube ich, schon bei weniger als 1. Ein bisschen runtergedreht. Achso, mein Dingens hat der Tag gerade deswegen. Da ist keine Druckwelle. Oh ne, da steht noch ein Druck, Leute, ich hab's einfach noch nicht gesehen. Aua, danke für die 80 Schaden. Wie genau komme ich hier raus? Du musst wieder rausholen. Ich weiß nicht, ach, weißt du was? Ich glaube, ich hätte nicht zu dir teleportieren sollen. Nur den Jungle fallen. Achso, willst du nicht Problem machen? Nein. Ich weiß gar nicht, ob wir dich schon spawnen können. Wäre komisch, wenn der sich spawnt jetzt. So oder so habe ich keinen Bock, ich möchte jetzt mein Blade of Moss. Au. So viel dazu. Ja, 55 Platin-Coins, so schaut's aus. Hast du mein Geld gefunden? Ich habe nur noch eine einzige, sehr interessant. Schnell das Geld. Ja, ich hatte dein Geld. Was machst du denn hier, bitte? Ja, soll ich nicht auch hier sein? Weiß ich nicht, was du vorhast. Ich dachte, also, du willst da was machen. Ich bin ja jetzt darin verreckt. Also, was willst du? Ich weiß nicht, warum du da oben drauf findest, doch keine Jungle Spores, oder? Hä? Ja, ich will einfach nur, dass wir von oben runterfallen können und das konnten wir bisher nicht. Aus dem. Ja, oh mein Gott. So wichtig ist. Kackbienen. Aber wir sind ja nur lauter Hive-Blöcke und so. Ja, gönn dir. Ach, reiches Maragoni. Alter, ist da viel Crimson. Na gut, ja. Gehen wir mal zur Jungle Spore. Was brauchen wir eigentlich? Also Jungle Spores? Stinger. Stinger habe ich 5 aktuell, davon brauchen wir auch 25. Ich habe 16 Jungle Spores, das sind auch die im Lager gewesen. Also, mehr haben wir nicht. Okay. Da haben wir gleich 20. Aber wahrscheinlich ist man noch mehr, weil das wahrscheinlich mehr als 1 droppt, oder? 16. Plus 4 sind 20. 22 haben wir schon. Willst du den Hai eigentlich haben? Ich meine, ist ja nicht so, als müsste ich ihn mit dir teilen. Ich weiß nicht, habe ich den nicht schon? Sie benutzt den dann. Na gut, von mir ist recht, das ist auch. Der nichts leuchten, das mag ich nicht. Ich will doch was leuchten sehen.
war so eine große Lücke. Warum ist hier... Was? Ist der Schneebinum so nah aber dran, oder? Es geht ziemlich ein Stück nach Westen. Oben geht's nicht so weit nach links. Was zur Hölle ist das? Block? Was? Lush. Das ist der Schneeblock. Ich brauche Luft. Trinken. Ja, ich brauche Luft. Was genau? Tun wir hier vor allem? Ich würde gerne am Tempel vorbeikommen. Anscheinend ist er wirklich lang. Ja. Da unten ist dann wieder. Okay, da unten komme ich raus. Ja, das sind welche. Oh, das schon. Könnten jetzt aber gemacht sein. Hast du schon? Wie viel hast du denn? 10? Dann haben wir genug. Ich habe 8. Okay, ich habe gerade 3 eingesammelt. Wir haben genug. Gib her. Ich glaube, du hast mir den Weg zugebaut. Keine Absicht. Das ist einfach runtergefallen. Vielen Dank. Stinger, Dennis. Wir müssen Gegner hochschrauben. Ah, ja, das macht wohl Sinn. Okay. Nein, der Difficulty Slider kann wieder auf Journey sein, deswegen waren die darin so stark. Aha! Du wolltest mich also zur Weißglut treiben. Klar. Sammelst du die ein? Du brauchst sie auch. Was soll ich ein? Achso. Ja, das hier auch. Nice. Aha, das hier auch gleich, falls du dann hast, wahrscheinlich schon. Okay, ja, danke. Ich bräuchte noch. Also, ich habe 5 Dinger, wir brauchen 20. Ich habe schon ganz Stack High vor. Oh mein Gott, Alter. Ich sehe gerade, ich sehe nicht mal Wespen. Das spawnen so viele von den. Ach, da oben sind welche. Ja, okay, gehen wir da hoch. Danger Sense. Ich habe den Ding jetzt, dass ich die Gegner sehe. Oh wow, ich habe Hunter genommen. Undead Viking. Hunderte. Ja, Spike-Leute, genau. Ihr seid die richtigen. Ja, das ist der Schneejungle, den mag ich am liebsten. Weil er so realistisch ist, genau deswegen mag ich ihn. Oh, mein erster Wet Potion. Ist da sonst noch was? Das war das einzige Neue, was da drin war. Okay. Wie viele Wet Potions haben wir schon? Drei schätze ich. Servus, Mr. Merchant. Oh, da ist ein Jungle Tempel. Hat der irgendwas Neues? Nein, hat er nicht. Okay, dann schon. Ich habe so einen Jungle Schrein. Ich habe einen Jungle Schrein. Da hinten sind ein Haufen Spike-Typis. Wollte ich mal so den Spike-Typis durch. Also Spike-Typis, du meinst die Slimes? Ja. Ah, oh, das ist oh mein Gott, ist das witzig. Okay, ich habe das wichtige Item schon mal rausgenommen. Okay. Und zwar ein Bienen-Minecart. Witzig. Vines, okay, ja, danke, Matt, Gel. Flinks Fur. Ja, das ist eines der neuen Items. Oh, nice, wir haben das Bizora bekommen. Ah, okay. Du weißt nicht, was das ist. Das ist ein Jojo. Nein. Verdammt, okay. Das habe ich falsch pronounced. Das ist ein Teil vom Ankh. Ach so, du meinst diesen Magenstein von Zee. Magenstein? Ist du Bizora. Ich weiß nicht, ob das ein Stein ist. Ein Bizora. Mehr fällt mir nicht. Ah, danke, danke. Endlich, ein Kompass. Okay, endlich ja, kann ich mein GPS bauen. Oh mein Gott, geht's hier ab? Ja. So muss das. 2 Stück brauche ich noch. Wenn du mir also deine gibst, haben wir wahrscheinlich genug. Okay, hier. Okay, bleib hier, ich gebe dir. Hast du auch Weins? Ich gebe dir das hier und ich gebe dir das hier. Okay. Ich habe 4 Stück. Okay. Wenn du also einen hast, ja, wir haben genug. Dann gib du mir die Weins noch schnell zurück, damit das erledigt ist. Dann also sollen wir das hier unten machen? Ja, oder wir gehen gleich wollen rein. Wir hier bleiben. Ja, wo willst du denn? Gibt es hier sonst noch was? Ah, eine gibst du mir zurück, also auch. Wir werden spontanisch. Eine gebe ich dir zurück. Okay. Ich brauche 5 zum Research. Ja, jetzt habe ich 2, sehr gut gemacht. Ich kann dir 5 geben.
6 wahrscheinlich. Ja, du hast ja schon. Aktuell habe ich 2 von denen. Oh mein Gott, ich dachte, du hast zuerst geresearched. Nein. Ich will researchen, wenn es ruhiger ist. Das ist so. Oh, Flash habe ich scheinbar noch gar nicht, sehe ich gerade. Ah. Ah, ja, das habe ich auch noch nicht. Ja, dann gebe ich dir mal das Flash. Es ist unglaublich, unglaubliches ruhig es sein kann, wenn der Zehner Spawn Rate. Es ist einfach alle in den Löchern um uns herum, aber nicht bei uns. Ja. Man sieht ohne den Drang gar nicht, wie viel Action man hat. Gibt es im Jungle noch irgendwas, was wir bräuchten? Ja, was denn? Keine Ahnung, sonst porte ich mich nämlich zurück zu dir. Aus irgendeinem Grund kann ich die Füße nicht machen, wahrscheinlich weil ich keine Beine habe. Egal, ich finde nicht die Füße. Achso, ich dachte, du wolltest eh das Blade machen und nicht die. Ja, das Blade habe ich schon. Ja, gut. Ich brauche noch ein Muramasa. Was ist das vierte, was ich brauche, Dennis? Butcher. Naja, eins von zwei. Butcher. Ich glaube, es müssen beide gehen. Ich hab's nicht. Verdammt. Grimm. Eins von zwei. Ich glaube, es müssen beide gehen. Ja. Blood Butcher. So, jetzt vielleicht. Ich fahr mir aus. Der Codierer auf einmal überlastet, okay? Codierer, was los mit dir? Ist deine Ahnung? Warte, ich muss aufs Bild gucken. Irgendwas habe ich übersehen. Ah ja, die V-Festplatte ist auf 100. Ja, egal. Das steh ich ja sowieso. Wooden Spikes. Habe ich kein Bild. Oh, ich hab kein Bild. Wooden Spike. So, Night's Edge. Was mache ich falsch? Blood Butcherer, Muramasa, Blade of Grass, 4 Regrets wird. Ja, genau das. Demon Altar. Okay, na gut. Ja! Also, dass du das nimmer weißt! Hast du eins in der Nähe oder so? Ansonsten ist es jetzt ein bisschen sehr weit. Bei den letzten Malen habe ich immer dich gefragt. Also, nein. Ich wüsste nicht wirklich eins in der Nähe. Honey. Na, wie heißt das? Block. So, wie lange ist der Part bislang? Okay. Research. Hive. Wall. Und den Hive an sich habe ich doch auch, oder? Ja. Okay, hier lagen noch 4 Federn und ein Chicken Nugget. Sind wohl vorhin irgendwas. Ja, meine C-Festplatte. Die V-Festplatte ist nicht mehr auf 100, aber dann geht die C-Festplatte auf 100. Was für ein Prozess ist das? Das ist ja exakt. So. Das ist quasi genau wie als wenn du so spiegelst würdest. Ich habe Angst auf Prozesse zu klicken. Hm. Ja, okay, die Angst war auch berücksichtigt. Ich pausiere mal. Sofern, dass dieser Klick durchgeht. Junge ist zu weit weg. Wir brauchen unbedingt einen Teleporter nach rechts. Okay. Links, rechts, geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus. Ja. Höre ich dich noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt er mir immer noch an, dass er aufnimmt. Das heißt, das hat sich noch nicht aktualisiert. Ah, okay, jetzt bewegt sich wieder was. Mein OBS sagt immer noch, dass es aufnimmt. Okay, und anscheinend ist meine Pausierung nicht durchgegangen. Dann musst du die halt jetzt warten, tut mir leid. Highfall und Highblöcke. Ja? Wolltest du irgendwas Interessantes sagen? Ich bin immer noch unterwegs und ist so eine lange Strecke, Mann. Okay. Spear Statue.
Okay, es gibt mehrere Lizard Statues. Lizard Stat. Wie schreibt man das? Oh. Habe ich Lizard falsch geschrieben? Ja. Lizard. Okay, anscheinend habe ich noch was anderes. Ah, okay. L-I-H-Z. Lizard Candle, Lizard. Echt? Die sind mit H geschrieben? Okay. A-H-R-D. Leerzeichen. Statue. Statue, Watcher und Guardian. Lizard Statue. Lizard Guardian Statue. Von der habe ich noch eine. Und Lizard Watcher Statue. Das sind auf jeden Fall die drei Hauptstatuen. Dann Lizard Furnace, den habe ich auch in meinem Inventar. Lag wohl auch einer rum. Lizard C, nicht Clock. Nein, keine Trap Chest. Lizard Chest und Lizard Chair, die sind sogar direkt hintereinander. Chair. Chest. Magst du Lizards? Geht so. Okay. Spore. Okay, es gibt mehr Spore-Items in dem Spiel, als ich dachte. Jungle, Spore. Stinger. Nein, kein Stinger-Necklace. Davon gibt's ein Necklace. Stinger, Wines. Wine. Stinger. Hi, bist du wieder da? Ja. War's erfolgreich? Slush. Ja, hast du jetzt das Schwert? Haben wir Yellow Marigold schon? Kannst nicht wegstecken, also nehme ich an, dass du das hast. Ich weiß nicht, was Yellow Marigold ist. Dieses Ding hier. Oh, ja, die haben wir. Okay. Ah, oh, der Typ ist ja im Eisbio. Ich habe die eins in die Kiste gelegt. Pleasure. Da, Lizard Pleasure Plate. Was hast du mir in die Kiste gelegt? Ein Schwertchen. Hast du mir auch das Garschwert in die Kiste gelegt? Nein, das habe ich vercraftet. Okay, sehr gut. Power Cell. Stacken wir mal quick. Ah, du hast keine Power Cell gehabt anscheinend. Oder liegt die in der anderen Kiste? Power Cell, ne? Sagt mir nichts. Hab ich anzuwuffen. Ja, Lizard Power Cell. Komm schon, gib mir Legendary, weil ich pleite bin. Aber so viel dazu, ich bin pleite. Bone Sword. Die Red Potion. Haben wir noch gar keine Red Potion? Hattest du nur mal davon geredet, aber keine eingesammelt? Ich will die mir ein, ich hatte eine, also. Ja, keine Ahnung, in den Kisten liegt keine drin. Und wahrscheinlich hast du es getrunken. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Meinst du, wäre dir aufgefallen? Bee. Ach, hätte ich erwartet. Minecart. Ist das Bee Minecart gut? Weiß ich nicht. Sollen die Dinger unterschiedlich gut sein und nicht nur die sein? Ich dachte, die haben auch unterschiedliche Stats. Oder ist nur das letzte Minecart, kann nur das letzte Minecart was Besonderes verschießen kann? Das würde mich ja sehr wundern. Weiß ich nicht. Ich hab's jetzt gar nicht ausgerüstet. Gucken wir mal. Was sagt denn die Terraria WK, wenn ich Minecart eingebe? Ich krieg kein Legendary von dem. Das kann doch nicht sein. Ja, mag dich halt nicht. Ich hab unendlich Geld. Ich werde schon irgendwann kriegen. Ich hatte doppelt Godly hintereinander. Das kann doch auch nicht sein. Aber ist das Wiki falsch? Best Modifiers Legendary. Ja, dann gib's mir. Ah, okay. I see. Unterschiedliche Farben das Schwert haben kann. Sparkles. Ah, ja. Und 7 Platin in den reingesteckt. Ah, endlich Legendary. Okay. Das ist gar nicht so viel stärker eigentlich. Ja, okay, die haben nicht wirklich Stärkeveränderungen, aber sie haben mehr oder weniger visuelle Effekte.
Ah, das Teil dreht sich auch von alleine. Ich brauche keine Feralklau mehr. Also sehr bei nice. Minecart steht da, dass die Wings flappen. Die Wings flappen. Süß. Okay. Geben wir mal Kompass ein. Weil den hier wollen wir researchen. Weil wenn ich den Kompass researche, dann habe ich den das Besoar researche ich auch mal. Besoar. Das PZA brauche ich nicht. Wenn du irgendwann mal das Ergebnis gecraftet hast, das ja, behält genau, ich schmeiß gern. Der mit den Anken. Ja, weil die unteren Teile interessieren mich dann nicht. Ah ja, warum ich die eigentlich im Winter, weil ich den Baum reingenommen habe. Seitdem habe ich die da drin. So, jetzt können wir mal ein bisschen mehr Inventar clean machen. Die Sachen will ich grundsätzlich behalten. Aber warte, stimmt, du meintest, da wäre es in der Kiste. Ah, hier. Spezialanfertigung, nur für Knights. Dich. Knights Edge. So, researched. Und dann Knight Edge. Achso, ich vergesse immer, wenn ich was ausgewählt habe. Knight's Edge. Ach schade, das hat gar kein Projektil bekommen. Na gut. Ja. Wie schafft man die Wall of Flesh mit Schwertern? Wollen wir sie mit Schwertern machen? Ich dachte, du benutzt deines geliebtes Darkcannon. Das meinte ich nicht. Es war nur eine allgemeine Frage. Ich meine, wenn du genug Abstand hältst, dass du keinen Damage kassierst, geht es schon. Und wir müssen ja nicht immer rumklettern. Also eigentlich sollte das ziemlich einfach sein. Ich benutze einfach mein Heil. Glaubst du, die Hungries sind kein Problem? Nö. Das ist kein, oder? Mensch, schau dir den Speed an. Seit wann hat das Ding Autoswing? Keine Ahnung, aber ich bin froh drum. Ja, notfalls, ich hab das hier. Ja, okay. Okay, so stark ist das nicht. Da ist das dann wahrscheinlich stärker. Okay. Also, was wollte ich jetzt? Ah ja, genau. Kompass. So. Und dann wollte ich hier hingehen. Ich öffne jetzt Treasure-Bags. Und wollte... Oh, wollte das GPS bauen. Und dann wollte ich das GPS researchen. GPS Delete, so searched. Und ich frage mich gerade, nein, wenn ich hier auf Equipment, nein, auf Accessory. Habe ich, gucken wir mal, Mr. Guide. Sag mir mal, Telecounter, Lifeform Analyzer und Radar, okay. Habe ich die anderen? Radar habe ich. Habe ich den Lifeform Analyzer? Ich glaube schon, dass ich den habe. Ja, den habe ich, okay. Dann kann ich die zusammen craften. Was ist mit der Stopwatch? Die habe ich auch. Kann ich dir mal was zusammen craften? Mit dem Metal Detector und dem DPS Meter. Den Metal Detector habe ich. Habe ich das DPS Meter auch? Ja, das habe ich auch anscheinend. DPS. Ich muss einen Metal Detector in meinem Inventar nochmal finden. Der Metal Detector. Ja. Okay. Ich craft die mal erstmal zusammen und dann schon mal weiter. Ich glaube nicht, dass ich das selber schon machen kann, weil ich glaube, man braucht die Dinger dafür, oder? Die vom Angler. Oder? Weiß ich nicht auswendig. Goblin Tech. Kann ich bauen. Und das andere ist das ELK 3000. Das kann ich auch bauen. Goblin Tech. Aus dem Honeycomb kann man 4 Sachen bauen. Aber Panic Necklace und Star Cloak habe ich beides nicht. Ich nehme an, du hast auch keins davon. Was willst du? Crimson Crate. Da kommt das Panic Necklace. Warte. Auf. Starklore kommt es bei Mimics.
Was? Was du? Wie? Du hast Mimik irgendwann gesehen? Was? Nein! Das ist doch nicht bei einer Mimik! Warte mal, lass mich nochmal Shift. Starcloak. Achso, warte, Panic. Hä? Haben wir Crimson Crate schon gemacht? Ja, steht da literally nur Crate. Ja, möglicherweise nicht. Aber witzig, ich hatte das schon. Ich bin voll. Okay, das ist ja umso besser. Dann crafte ich jetzt ein Sweetheart Necklace. Damit habe ich dann das Dinger Necklace, das Sweetheart Necklace. Und jetzt kommt noch der Honey Balloon. Dann habe ich 3 von 4 blind. Items. Goblin Tech, GPS, RK 3000, Mr. Guide. Was brauche ich noch? Den Fischfinder. Und der Fischfinder ist das, für was ich die ganzen Sachen von dem Typen brauche. Oder? Kommen die alle von dem? Hast du wieder mich? Ja. Ich habe doch keine Ahnung. Wie muss ich das wissen? Was ist denn das hier? Damage per second. Mal. Ah, okay. Dude, ich weiß nicht mal, wofür ich Biwaks benutzen kann. Ich schau grad nach. Für die Bi-Rüstung. Ah, ja. Ja, für das ganze Bornissenstab, ja, das hat's doch. Naja, der Impfstab ist wahrscheinlich besser. Ja. Wie für wie? Macht doch Sinn, oder nicht? Ich hätte, also wenn du einen Starcloak hast, das hätte ich noch gern. Das gibt's doch noch gar nicht. Hard Mode, das war. Okay, süß. Ich habe jetzt ein Stinger-Necklace, das ich jetzt vielleicht sogar ausrüsten werde. Ja, du meinst. Pressantor. Was wollte ich noch upgraden? Ah ja, die kann ich jetzt eigentlich upgraden, wenn ich will. Wrench. Rote Wrench, grüne Wrench, blaue Wrench, gelbe Wrench. Und dann noch den Wire Cutter. Und dann brauche ich die anderen Sachen. Sind, glaube ich, Accessories. Die Linse ist ein Accessory, ja. Und dann brauche ich noch den. Ne, ich glaube, es war nicht der mechanische Wohlleuchter, das war was anderes. Oder? Du sag mir mal, was ich mit dem Treasure Magnet bauen kann. Treasure Magnet. Hä? Oh, das war kein Material, ich dip. Mechanische Linse. Den stinknormalen Wohler. Warum brauche ich den? Haben die Entwickler nicht nachgedacht? Ja, okay, von mir aus. Nee, aber wirklich, haben die Entwickler nicht nachgedacht? Hä? Was meinst du? Ja, für The Great Design brauche ich den Wohler. Den Wohler! Und ist der schwer? Ich glaube, du verstehst die Logik nicht. Es geht nicht darum, dass der schwer ist. Es geht um die Logik. Ja. Der Wula hat damals dafür gesorgt, dass du den Wula-Button hast. Dir ist aufgefallen, den haben wir anscheinend schon immer. Das Item ist also eigentlich nutzlos? Es gibt aber auch noch den Mechanical Wula, der auch seinen eigenen Button hat, den man, der finde ich besser wäre, wenn der in Great Design integriert wäre. Aber naja. Naja, bauen wir erstmal die Multicolor Wrench. Dennis, wenn ich. Ich glaube, ich kann fliegen. Ja. Ich kann fliegen. Ja. Oh mein Gott, die schwebt, die sinkt nach unten. Kein perfektes Flugmount. Ein Pre-Hard-Mount. Nein. Oh mein Gott. So, Multicolor Wrench wird da reingehauen. Warte, jetzt schwebt sie nicht nach unten. Kann ich doch mit der Zeit. Suchen. Multi. Schade, aber trotzdem. Und dann. Habe ich jetzt was vergessen? Jetzt blöd. Habe ich noch ein Item übersehen, als ich gerade beim Guide war? Oh. Wire. I see. Ich weiß zwar nicht ganz warum, aber okay. Wire. Gib mir ein Stack Wire. Stack Wire Card. Die Grand Design. What? Der Codename von dem Item ist Wire Kite.
Okay. Was? Warum? Kann ich dir auch nicht sagen. Ach komm, ich hab einfach einen Bau. Warum haben wir denn bei Actuators 3 Einstellungen? Was zur Hölle? Weiß ich nicht mehr. Oder, ach so, nee, das ist einfach, dass man sie sieht, stimmt. Mechanical Display, Normal, Forced. Fällt dir irgendwas ein, was vor der Wall of Flesh noch relevant wäre? Abgesehen davon von Payload Crates und, keine Ahnung, alle Nicht-Hardmode-IDs einscannen. Nicht. Halt alle möglichen Items halt. Brauchen wir den Witch-Doktor für irgendwas? Der gammelt da oben gerade ab. Ich lasse ihn mal in den Keller also, ziehen, da müsste er noch Platz. Wahrscheinlich auch Items. Ja, soll er mal im Keller bleiben, da können wir, müssen wir nicht dahin. Witch-Doktor, Witch. Hallo Mr. Piggybank. Stimmt, dafür kann ich die Piggyback benutzen. Das ist aber der Great Design Lager. Warst du auf einmal unten angekommen? Ja, so schnell kann es gehen, ja. Achso, machst du. Ja, benutzt die Piggyback ruhig für sinnvolle Sachen. Aber auch ein paar extra Items da drin. Hallo, Witch-Doktor, wie geht's? Strong energy flows through unimpeded by neighboring presence. Very fresh. Der mag wohl Nachbarn. Toll. Der hat einen Haufen Statuen oder sagen wir Fontänen? Nur Fontänen. Eine Blowgun. Ah ja. Ist überhaupt nichts Spannendes. Kann ich endlich mal testen. Ich falle mit 51 Meter pro Stunde. Und jetzt falle ich mit 102 Meter pro Stunde, falls das Meter sind. Quasi, oder was? Was? Der verdoppelt der Slime. Ist das das, was du testen willst? Wenn das Doppelte ist, mit 41 gehe ich hoch. Krass, ich sehe jetzt auch diese ganzen Angaben. Ah ja, weil du bei mir bist. Zombie 950, ich weiß nicht, was das heißen soll. Das sind deine Kills. Kills? Wenn du da drauf gehst, mit der Maus siehst du Kill Count. Achso. Ist da auch 950? Das wird ja wohl die Welt sein. Bei mir steht Man-Eater 18. Okay, letzter Gegner, den man ja, hat. Ja, letzter Gegner, den man gehittet hat. Hallo Frau. Ja, gut. Also meinst du, wir sollen jetzt die andere Welt generieren, oder?